Ich bin Temeltes Vu, Slam-Poet aus Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber unser lieber Bundespräsident Gauck hat gesagt, dass Europa mehr Flüchtlinge aufnehmen muss. Der Mann redet viel, ist ja auch sein Job, aber in dem Punkt muss ich mir recht geben. Und Berlin hat jetzt die Chance, Geflüchtete hier aufzunehmen, die seit 2 Jahren schon dafür kämpfen. Was ist passiert? Es befinden sich jetzt zu diesem Zeitpunkt immer noch um die 40 Leute auf dem Dach der Gerhard-Hauptmann-Schule, die vor 1,5 Jahren besetzt wurde. Als politischer Protest. Nun hat die Bezirksregierung, die Grüne, beschlossen, am 24. Juni diese Schule zu räumen, spricht aber natürlich von einem Umzug. Man muss sich das mal vorstellen. Die Hausbesetzerpartei räumt ein Haus. Dafür haben sie natürlich auch gleich 1.720 bewaffnete Umzugshelfer, umgangssprachlich auch Polizisten genannt, mitgebracht. Na, ich habe mich mit einem dieser Umzugshelfer unterhalten und er meinte: Ich weiß ja gar nicht, was ihr alle wollt. Die sollen doch froh sein, dass sie jetzt ein schöneres Heim bekommen und da unterkommen und dann haben sie ein Dach über dem Kopf und ist doch alles super. Aber darum ging es nie. Die Besetzung dieser Schule war von Anfang an ein Zeichen des politischen Protestes gegen die Zustände in den Lagern, aus denen sie gekommen sind, gegen die Residenzpflicht, gegen das Arbeitsverbot und für ein selbstbestimmtes Leben in Würde. Das sind nämlich Zustände, die nicht zumutbar sind. Man muss das so sehen. Diese Menschen leben in einer zwangsparallelen Gesellschaft. Man tut immer so, als wäre alles super und wo ist doch alles kein Problem, wenn man die nach Italien zurückschickt. Ich war auch schon ganz oft in Italien und hatte da Urlaub und alles super und Rotwein und Tatata und Pasta, aber so ist das nicht. Das italienische System ist mittlerweile völlig überfordert. Die Menschen leben da auf der Straße und wir gucken dabei zu. Aber es ist ja auch schon egal, dass sie da im Mittelmeer absaufen. Nun, Berlin hat die Chance, diese Menschen hier aufzunehmen und ihnen ein würdiges Leben zu gewähren. Der Innenminister behauptet zwar, Berlin sei gar nicht zuständig, das ist aber nicht wahr. Es gab dazu ein Rechtsgutachten vor kurzem und er behauptet auch gerne, dass er gar nicht die Möglichkeit hat, dass er die Befugnis dafür nicht hat. Das ist aber auch nicht wahr, denn Paragraph 23 des Aufenthaltsgesetzes verleiht ihm genau diese Befugnis, diesen Menschen einen Aufenthaltstitel auszusprechen. Dafür sind wir hier und das sollten wir auch tun. Europa kann mehr, Berlin kann mehr, darum Paragraph 23. You can't evict a movement.